Okay, hallo liebe Freunde des Sports und der Bewegung. Heute möchte ich euch mal das Gerät vorstellen, Eisenhorn. Das kennt ihr sicher euch schon, habt ihr auch schon vorher gesehen, wie ich mit dem trainiert habe. Ich finde das Gerät super cool. Die meisten habe ich aber gehört, dass sie ohne diesen Kabelzug trainieren. Den möchte ich allen Eisenhörner extrem ans Herz legen. Ich zeige euch mal vielleicht ein Workout, das ihr auch zu Hause machen könnt mit dem Eisenhorn. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's! Kurz noch zur Einleitung. Ich benutze immer so einen Timer. Ich werde mit dem Tablet oder mit dem Handy, das könnt ihr selber entscheiden. Ich nehme das Tablet für zu Hause, kann das irgendwo hinlegen. Mit der Zeit kann ich mich viel besser für die Übung konzentrieren. Das ist für mich eigentlich so eine coole Sache. Einstellen, dann kann man selber die Zeit einstellen. Ich stelle hier heute mal 30 Sekunden ein für die Übung und 15 Sekunden für die Pause. Also, gehen wir los. So, dann beginnen wir gleich mit der ersten Übung. Das heißt, ich erkläre euch kurz mal den Ablauf des Trainings und das geht wie folgt. Wir machen 5 Übungen und 4 Sätze pro Übung. Das heißt, 4-mal die gleiche Übung machen, dann die nächste Übung. So, Dauer der Übung habe ich heute eingestellt, 30 Sekunden und dann 15 Sekunden Pause. Wenn ich die 4-mal absolviert habe, nächste Übung, 30 Sekunden, 5 Sekunden und. Also, das kennt ihr sicher schon. Zeit ist eingestellt, wir beginnen eigentlich schon gleich. Los geht's. Wir fangen an mit dem Bizeps. Haben wir hier die Stange. Einhängen und eigentlich schon loslegen. Am Anfang das Gewicht ein bisschen schauen, dass das nicht so streng ist zum Einwärmen. Ich habe das jetzt beim Einwärmen sonst. Arme eng am Körper, Beine unten leicht versetzt, wobei das Gewicht auf das vordere Bein ist. Schultern schön zurückgezogen, Brust raus. Okay, erster Satz schon durch. Stellen wir mal ein bisschen höher ein. Ja, zweite Runde und los geht's. Ja, das Gewicht muss nicht unbedingt zu stark sein. Hier geht es eigentlich um die Bewegung. Das Gerät nutzt alles voll aus. Das spürt man nach dem Training erst richtig. Am Anfang denkt man, ja, easy. Aber eben nein. Ja, okay, ausschütten, bereit machen für den dritten Satz, seht, es geht Schlag auf Schlag, okay, los geht's, jappa, Tempo könnt ihr auch selber bestimmen, könnt schneller machen. Oder auch mal langsam. Schön Kraft aufbauen. Wie ihr wollt. Das ist natürlich auch immer wieder so eine Sache. Das Training selber gestalten. Für Krafttraining die Übung ein bisschen langsamer. Für Schnellkraft ganz andere Motivation, ganz anderes Training, ganz andere Bewegungsablauf. Aber das ist jedem selber überlassen. Ihr genießt einfach die Übungen in einem Tempo so. Ja. Dann ist die erste Übung eigentlich schon durch. Nach 4 Sätzen. Dann haben wir Zeit zum Umstellen. Boah! Okay. Stellen wir noch das Ganze um. Sehr praktisch zum Umstellen, das Gerät. Ich persönlich nehme noch immer so
vom TRX aus den Griff, damit wir hier schön einhaken, den Griff verstellen, zack. Okay, bereit machen, das ist die Ausgangsposition und wir ziehen ein bisschen nach vorne, dass wir die Spannung haben und drücken mit gestrecktem Arm geradeaus. So gesehen ist der Körper, das ist dann Schluss und wir ziehen. Wer möchte, kann noch ein bisschen weiter nach zurückgehen, um das Ganze noch intensiver zu machen. Okay, dass die Seiten wechseln. Gleich machen, ein bisschen anziehen. Letzte Position, Gewicht auf das vordere Bein, Brust raus und los geht's. Also, geht zum Besten, den Kraft auf Ausatmen. Ja. Wir müssen schauen, dass ihr nicht zu weit nach hinten geht, wenn es zu fest zieht, so wie es euch am besten geht, man wird ja immer durch das Training stärker. Jedes Training bringt dich doch weiter. Eisenhorn macht das hier eigentlich perfekt. Das ist für mich das perfekte Trainingsgerät für Muskeln aufzubauen, Kraft aufzubauen. Alles ist dabei, Tempo messen, kann man sich wirklich variieren. Ja, das geht noch ein bisschen schneller. Wie gesagt, das ist ein Training, das ist ein bisschen für Einsteiger, für Leute, die das mal sich angewöhnen, sag ich mal. Aber dann kann man die Sätze, kann man die Sätze, kann man das erhöhen, das macht jeder dann aus. Ich bin der Meinung, das Gewicht sollte man immer so einstellen, dass man wirklich ein paar Wiederholungen machen kann, aber dann die letzten drei schon leicht ziehen. Yes! So, zwei auf der Seite, zwei auf der anderen Seite, das reicht für den Anfang. Schauen wir, was wir nachher noch machen müssen. Wir stellen um. Drücken hier kurz auf Pause, wenn es länger dauert. So. Gerät umstellen, ganz einfach, unten aushängen. Oben ziehen und an der oberen Stellung drehen wir das Gerät um, dass wir es richtig ausnutzen können. Wieder einhängen. Ihr seht, das geht ganz schnell. Zack, zack. So. Hochspannung ziehen. Schauen, dass es stimmt. Upsa. Ja, das braucht man schon noch. Ich benehme das cool an dem Gerät ist. Dass man noch etwas machen kann, dass man ein bisschen überlegen kann. Ne? Dann das Gewicht einstellen, hoch, ein bisschen strenger, unterziehen. Und die ultimative Übung, Leute. Ich nehme hier die Seil da. Nehmen die, was er zugegeben hat, hängen die hier um und hier die hängen die hier um, sodass ich zwei Enden habe. Beim Reinstellen nicht vergessen, wenn die Sonne geht schon wieder los. Und dann, ich nehme das Ergebnis von der Matte und nicht direkt. So, jetzt Crunches. Das heißt, wir haben hier zusammen die Beine zusammen und dann drücken wir, crunchen wir uns. Two!
Knie. Wieder nach oben. Zu den Knien. Wieder nach oben. Zu den Knien. Wenn ihr von oben seid, seid ihr fast am Kippen. Das ist die Endposition. Dann wieder zurück. Zack. Okay. Und Pause machen. Spürt man eigentlich direkt, tut aber nicht so weh, wie zum Beispiel beim Arm oder beim Brust, so ist meine Meinung. Ich spüre das immer später. Okay, bereit machen. Und jetzt, zack. Einfach aber, wenn man nicht, wenn man meint, es ist so hart, kann man natürlich zurückstellen. Und im Bauch, schon wichtig, cool, wenn man ihn auch spürt, macht das Gerät hier wirklich zur Top-Anlage. Nur noch ein Satz. Ja, am dritten spürt man schon. Reinmachen. Wieder runter. So und lang. Yes! Okay, nächste Übung, das steht auf dem Programm, oh, Trizeps, können wir gerade so lassen, aber dann müssen wir das Gewicht einstellen, okay, dann nehme ich auch wieder die Schlingen, so, das ist die Ausgangsposition, die wir haben. Auch wieder in die versetzte Position, Gewicht nach vorne, Arme hier rechtwinklig, ich habe dann die andere Hand dazu und dann drücke ich nach vorne, nur den Unterarm, zack, zack, auf den rechten Winkel, dann wieder drücken, nicht so weit zurück, das ist ein ganz kleiner Muskel, der Trizeps, aber der ist sehr wichtig für den Arm. Yes! Okay, wechseln. Wieder bereit machen. So. Okay. Los! Zack! Yeah! Tempo ist auch wie im Boden, der schneller arbeitet. Da kommen wir natürlich eher an die Grenzen. Yeah! Oder langsam und Kraft aufbauen. Auch hier brauchst du nicht so viel Gewicht. Der Trizeps tankst du dann nachher. Aber wichtig ist, dass du den Muskel immer schön reizt. Bereit machen, 5 Sekunden, jetzt schon wieder los. Okay, und zack. Diesmal gehen wir schneller, hä? Schneller, schneller, schneller. Ja. Probieren wir es mal aus. Ja. Ja. Und merken wir so gut. Muskel. Ich bin frei.
Yeah! Reicht eigentlich schon. Braucht nicht viel. Mach das 2-3 Mal die Woche. Reicht. Bereit machen. Okay. Zack, hier auch wieder schnell. Ich kann das Gerät auch so behalten, nur noch die Schlinge, die wir brauchen. Und dann etwas für die Skater in unserer Region. Ich komme aus dem Gonzas, aus dem Langlaufparadies. Sehr schön. Hier ist die Ausgangsposition, ich mache das mal weg. Ich habe ja keine Strümpfe an, ich trainiere am liebsten barfuß. Okay, und dann dreibeinig anfangen und dann ziehen, 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 ziehen. Hä? Wirklich, was ihr könnt, am Anfang, wie gesagt, den ersten Satz mit einem geringen Gewicht, dass wir uns an die Bewegung gewöhnen können. Ihr seht mehrere Muskelgruppen werden trainiert, einfach der Halter, Gewicht erhöhen, können wir auch. Aber dann lassen wir das Tempo ein bisschen nach unten. So, wow. Sie sind schnell umgestellt. Bereit machen, ziehen, ein bisschen Spannung aufbauen. Und zack, 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 zack. Ihr seht, alles wird gebraucht. Haben wir, oder? Und das Gerät nimmt so wenig Platz weg. Bereit machen, noch einmal. Zack. Oh ja, yeah. Dann werden die Arme auch nochmal gebraucht. Yeah. Und der Rücken natürlich. So. Nur noch einmal. Und dann. Drehen genug. Reinmachen. Lass mal. Okay, das machen wir langsam. Schön ziehen, langsam. Ja. Ja. Genießt doch die Übung. Kraft aufbauen. Ja. Cool. Also. Ihr seht, ein perfektes Gerät für zu Hause. Für die, die nicht ins Fitness gehen wollen oder nicht können, ein Gerät für die ganze Familie. Könnt ihr euch gerne bei mir melden. Unten stehen die Kontaktdaten. Hat euch dieses Video gefallen? Ja, dann liked uns, liked mich, liked Eisenhorn. Alles super und bis demnächst. Euer Sven. Tschüss.